Manchmal braucht man aber auch. Nein! Sowas! Nein! Nicht jetzt sofort! Es gilt als die größte Herausforderung für Sängerinnen und Sänger. Das Duett. Zwei Stimmen, musikalisch umschlungen in perfekter Symbiose. Nur das Duett hat die Kraft, die ganz großen Emotionen der Menschheit in uns zu wecken. Deswegen sehen und hören Sie nun ein Duett von zwei Ausnahmekünstlern, die noch nie miteinander gesungen haben. Freuen Sie sich auf Klaas Pfeiffer-Umlauf. Er bekommt ein Duett geschenkt von... Als dein Lieblingsüberraschungsgast, ja, fordere ich dich jetzt zum Duett. Also nicht zum Duell, sondern zum Duett. Okay, was heißt, warte mal. Wenn ich, muss mich kurz sammeln und ich nutze die Begeisterung der Massen. Ja. Ich nutze die Begeisterung der Massen, um mich zu sammeln. Hallo HP erstmal. Hallo erstmal, ja. Du siehst fantastisch aus und schön, dass du da bist. Danke, ich weiß. So, das heißt, was man vielleicht gerade, also ich habe gerade gehört, ich werde nicht zu einem Duett eingeladen, man singt zusammen, weil das so schön verbindend ist, sondern du hast gesagt, du forderst mich raus zu einem Duett. Das ist ja was anderes. Das, ne, ist was anderes. Wir singen also was gegeneinander? Nein, ja, ihr singt ein Duett. Wir singen ein Duett. Okay. Aber ich habe mir die Lyrics überlegt, also ein bisschen anders. Ich habe ja auch deinen super Podcast gehört und das hast du ja noch erwähnt. Nochmal vielen Dank. Ja, gerne. Und auch sehr treffend analysiert. Und, naja, ich habe kurz für den, ich habe die große, sollte ihr übrigens auch mal eine große Doku gehört, gesehen. Das heißt Fuck 2020. Ja. Eine Doku über Scooter und natürlich hauptsächlich über dich, da hast du ja auch für gesorgt. Und und da geht es darum, da schreibst du Songs. Ja. Und da schreibst du so, schreibst I'm the lyrical, mystical, bim bam. Und dann ist das Wort bim bam in dem Song. Ne? Und dann sagst du zu irgendeinem, ey Michael, sag mal irgendein englisches Wort. Und dann sagt er so, sophisticated. Du so, nehmen wir. Ja? Also so schreibst du ja Songs. Und Klaas, weißt du, was das Besondere ist? HP hat extra in diesem Duett, was es schon gibt, hat er Textzeilen nur für dich ersonnen und aufgeschrieben. Und die kannst du jetzt mit ihm performen. Das heißt, jetzt wird nicht mehr lang geplaudert. Kommt mal hier rüber auf die Bühne. Ja. Es wird jetzt performt. Soll ich das ist dein eigenes Scooter-Mikrofon. Ja. Komm mal rüber. Du kennst ja Always Hardcore. Ja. Du kennst ja Always Hardcore. Ja. Und ich fange an wie immer, I am the Horseman und so weiter. Ja. Mentally Man und so. Und den zweiten Part, der geht ja ein bisschen schneller. Ja. Wo ich nochmal mal, my name is MC H, I've got the big breaks. Ja. Den machst du aber mit einem speziellen Text. Okay. Das ist schwierig, den hast du noch nie gesehen. Wir haben diesen Text, den HP wirklich für dich geschrieben hat, für dieses Duett, haben wir hier extra auf goldene Bilder gedruckt. Den kannst du danach ins Büro hängen, weil das sind alles Sätze, die HP nur für dich ausgedacht hat. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und damit du jetzt hier diese Leistung schaffst, weil du hast ja überhaupt nichts davon gehört, bist überrascht davon und du musst jetzt trotzdem ein Duett hinbekommen, werden unsere lieben Kollegen Georg und Max dir die Texte in dem hoffentlich richtigen Tempo hinhalten. Okay, kann man? Das hat schon bei der Probe nicht geklappt. Ja. Aber kann man, grundsätzliche Scooter-Fachfrage, kann man was falsch machen? Sagt man, oh, ich habe mich versungen, Abbruch, nochmal. Nee, also einfach durchziehen. Ja. Ja, und versuchen, im Tempo zu bleiben. Ja, ich habe mal Lukas Podolski gefragt, wie man gut Fußball spielt. Ne? Dann hat er gesagt, du musst das Tor treffen. Los geht's. Okay. Yeah, 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 yeah.
Chili Man. I'm a super sharp shooter. Sitting on a rooftop. My name is Carsten C. I jump on the seat. To the beat, yes. I'm the king of disaster. I try hard, but HP is my master. Yeah. Keep it up. Verstanden gewesen mit der Leistung von Klaas? War das gut okay? Gemacht, oder? Ja, also dafür, ich weiß, wie schwer es ist, wenn man den Text noch nie gesehen, gehört hat. Ja. Dann noch in dem Tempo. Ja, also eine andere Sprache. Ja. Dafür hat er sich gut geschlagen. Ja. Und guck mal, du hast mir meinen Schuh aufgesungen. Was? Der ist, irgendwann habe ich richtig gesehen, wie die Schnürbänder so gemacht haben. So. Und dann war aus. Oh. HP, das ist schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Und das ist wirklich, wenn ich eine Doku gucke mit dir oder überhaupt, wenn wir uns treffen oder so, dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, ja, ist das für mich so entspannt, weißt du, dir muss ich nichts beweisen. Das ist einfach schön, wenn du da bist, da bin ich easy und denke mir, ja, du fühlst dich auch wohl und du bist ja irgendwie, es ist ja auch, man muss die paar Sachen kennen, jetzt als dein Team. Ja. Es gibt so paar Sachen, die müssen sitzen. Ja. Ne, richtige Eiswürfel, das richtige Glas. Genau. Die Anlage muss da stehen, wo auch die Couch ist. Ja. Ne? Es gibt so ein paar Sachen. Und den Teekocher, also bitte nur so ein Drittel Halbvoll Wasser, ja, damit es schneller kocht. Genau. Weil manche machen das so, hauen da 2 Liter rein, du wartest eine halbe Stunde, ja, bis du Tee trinkst. Ja, flippt man auch. Bin ich schon verdurstet. Ja, oder halt ein Fahrer, der schon mal in der Stadt war durch die Fahrt. Auch, ja, sehr, ja, sinnvoll, ja. Das sind so die Dinge. Aber wenn man nicht das selbstverständlich. Das ist immer das Ding. Ja, dieses, ich vermute ja einen internen Gag. Ne? Also ortsunkenntliche Fahrer immer besorgt erstmal. Aber sonst muss man ja sagen, bist du ja ein umgänglicher und netter Typ. Und das ist wahrscheinlich ein Teil des Erfolgs. Vielleicht, ja, ja. Und natürlich das Talent. Ja. Auch nur gesagt, ein Teil des Erfolgs. Was denn so, was mich mal so interessiert ist, wenn Leute dich so auf der Straße irgendwie erkennen, ne? Ja. So, wenn du hast jetzt so ein einprägsames Gesicht, du kannst dich auch mit nichts verstecken, ne? Mütze, Brille, bringt alles nichts. Ne? So, spätestens wenn du redest, wissen die Leute, wer du bist. Was sagen die als erstes, wenn die dich so auf der Straße treffen?
Also meistens sprechen die mich mit Scooter an. Ja. Also viele wissen ja, ich heiße eigentlich HP, aber das ist immer noch so, Scooter, wie sieht's aus? Und besonders im Ausland, also da hat sich das mit HP noch nicht so rumgesprochen. Und ich war jetzt gerade in Schottland und da ist natürlich dieser Akzent noch besonders cool. Mhm. Stehen ja vor dir, Scooter! Scooter! Da denkst du erst, was jetzt passiert? Die verschlucken so immer so ein paar Buchstaben, Scooter! Ja, aber das kommt ja... Is it real? Are you real? Are you real? Genau, und dich einmal anfassen und so wahrscheinlich. Ne? Aber das ist ja wahrscheinlich, du hast ja, das ist gut in deinem Job, du hast ja keine Berührungsängste mit Menschen, weil du gehst ja gern unter Leute. Du magst es ja, zusammen zu sein mit Menschen. Ja. Und deswegen sagst du auch, nach jeder Show, da heißt es, da wird weitergefeiert, da geht man, da gibt es den Barzwang, den du immer aussprichst. Mhm. Wer da nicht mitmacht, hat dann schlechte 3-4 Tage vor sich, oder? Das kann passieren, ja. Ja, das liegt daran, also gerade wenn du jetzt so viel auf Tournee bist, da schleicht sich so eine Routine ein, es kann auch mal langweilig werden. Und um so ein bisschen Spannung, Entertainment aufrechtzuerhalten, gibt es so ein paar so Rituale, die haben sich einfach bewährt. So gibt ja jetzt 30 Jahre Scooter. Ja. Du weißt übrigens auch die Tour. 30 Rough and Dirty. Ja. Nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr, genau. Und bist herzlich eingeladen. Ja, natürlich. Wir sind natürlich auch in Berlin. Ja, da komme ich, da dränge ich mich auf. Dann übst du den Text, dann machen wir das mal zusammen. Ja, du, das ist ja kein Problem. Gut. Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, also jetzt vor allen Dingen auch du, weil, also, ich weiß nicht, ob du das schon so gelöscht hast in der Vielzahl der Ereignisse in deinem Leben, weißt du eigentlich, dass ich in einem Video von dir auch mal mitgespielt habe? Ja, das weiß ich noch. Das war in Holland. Mit, Rotterdam. Jumpstyle irgendwas. Genau, da war irgendwas mit so Jumpstyle dunkel in der Erinnerung. Genau. Und da ist es so, da bin ich nur eine Sekunde zu sehen. Das heißt, ich dachte, der Gag wäre, dass die Leute praktisch so kurz denken, sie seien verrückt geworden. Und denken, war das Klaas jetzt gerade? Ist aber schon vorbei. Und ich komme dann auch nie wieder. Dafür bin ich extra nach Rotterdam gefahren. Und wir standen in so einer kalten Lagerhalle da und haben gefroren. Aber auch da habe ich auch beobachtet, dass du ja mit den, ich weiß nicht, wie viel Millionen Platten hast du verkauft? Ja gut, das ist, hat sich jetzt alles verändert mit Streaming und so. Also so, weiß ich, man sagt 30 Millionen ungefähr. Wie viel? 30 Millionen ungefähr. Also aber mit den Streamings wird das ja jetzt anders gerechnet. Aber läuft gut. Ja. Ja, weil da könntest du natürlich da auch so Hack-Mack machen, sagen, mir ist kalt und wie und so, ne? Aber da weißt du dann auch, jetzt mal unabhängig mal von Shows, da willst du so deine Wohlfühlatmosphäre haben, aber bei sowas, da bist du dann auch ein Arbeiter. Da sagst du dann, das machen wir jetzt, das muss jetzt auch fertig werden und so weiter. Und bist eigentlich auch für die anderen fast schon so der, so das Zugpferd so ein bisschen. Ja, gut, also das ist, glaube ich, das war bei mir immer so, für mich war ja Musik immer die größte Leidenschaft. Ich wusste auch, es gibt wenig und bis gar keine Alternativen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und da habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt und immer durchgezogen. Wir haben auch wirklich früher im Studio, das war normal, wir haben um 4 Uhr morgens Feierabend gemacht, die Bäcker fingen an, wir haben noch, ey, hi, schönen Tag und wir legen uns jetzt hin. Und so ging das immer, also... Ja. Es gehört auch irgendwie dazu. Sag mal, aber die Tour, ist das noch so, dass du, die Tour ist nächstes Jahr und guckst du da dann immer noch so mit einem Auge so auf die Verkaufszahlen oder weißt du, das wird voll, da machst du die Tür auf, da rennen die rein? Ja gut, das wird einem ja immer so per E-Mail, ob man es hören will oder nicht, immer mal zugeschickt und ich finde das dann auch ganz interessant, wenn es gut läuft, wenn es nicht gut läuft, also wenn es ruhig ist, weiß man, oh, irgendwas ist im Busch. Ja. Ansonsten schicken die einem ja alles und dann... bin ich auch immer ganz froh. Ja, na gut, also das heißt aber trotzdem, hier ist jetzt die Information draußen, wenn ihr sagt, das möchte ich erleben. Also ich vermute, ihr habt auch die nächsten 50 Jahre noch Zeit, auf Konzerte zu gehen. Mindestens. Weil da sieht man jetzt also kein Ende der Fahnenstange, was aber nicht heißt, dass man sofort hingehen sollte, 2024, ja? Auf jeden Fall zur Jubiläumstour. Dass man nicht sofort hingehen, man soll sofort hingehen. Hab ich doch gesagt, das heißt nicht, dass man nicht sofort hingehen soll. Wir haben gerade so irritiert geguckt, weil es klang, als ob man soll nicht hingehen. Weil ihr doof seid. Ich hab das aber nicht verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, so, sorry. Siehst du, nur er ist doof.